Okay, 9:01 Uhr. Ich schätze, wir können starten. Herzlich willkommen zum ersten Tag der Rhino und Grasshopper Skill Drills von DMA und MAD Hannover. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Marco. Ich mache heute den ersten Tag, werde euch erstmal so ein bisschen die Basics für Rhino zeigen. Ich mache das Ganze zusammen mit Marius, der übernimmt morgen den zweiten Part von Rhino. Und übermorgen den dritten Part von Grasshopper. Und am Donnerstag bin ich dann wieder mit dem zweiten Part von Grasshopper dran. Marius versteckt sich heute im Chat, versucht da ein paar Fragen zu beantworten. Also fragt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was nicht mitbekommen habt. Grundsätzlich läuft es so ab, dass wir jetzt in den bis zu 3 Stunden bis 12 euch ein wenig was zeigen werden, eine kleine Aufgabe rausgeben, die ihr bearbeiten könnt und dann ab 14 bis 16 Uhr nochmal eine Art Betreuung über Zoom anbieten, in der ihr dann Fragen zur Aufgabe oder auch allgemein nochmal zu Rhino Grasshopper stellen könnt. Wie gesagt, heute erster Tag Rhino. Wir fangen wirklich mal mit den Basics an. Wie bewege ich mich, wie kann ich einfache Geometrie erstellen, und schauen uns das Ganze so ein bisschen an. Ich hoffe, alle haben sich die Testversion von Rhino runtergeladen. Am besten in Englisch, weil wir alles auf Englisch machen werden. Einfach weil man auch mehr Ressourcen dazu online findet, wenn man mal irgendwelche Fragen hat, wenn man was wissen will, da es meistens auf Englisch ist. Ansonsten braucht ihr für heute nicht viel. In der Vorlagedatei, die Mirko Becker mitgeschickt hat, war noch so ein Style drin, den werden wir später auch nochmal einfügen. Wenn ihr den nicht oder noch nicht habt, das ist jetzt auch nicht so tragisch, könnt ihr später immer nochmal einfügen. Aber für heute fangen wir wirklich erstmal blank und von null an. Gut, dann springen wir auch direkt mal in Rhino. Ich mache mal am besten direkt ein neues Rhino auf, damit wir von vorne starten können. So sieht es aus, wenn wir Rhino das erste Mal öffnen. Ihr könnt hier oben auf New gehen, habt dann verschiedene Templates zur Auswahl. Das Ganze hat den Sinn, es gibt große Objekte, kleine Objekte, man kann zwischen Millimetern, Zentimetern, Feet, Inches und so weiter alles Mögliche wählen. Da geht es eigentlich größtenteils nur um Toleranzen. Das heißt, wenn wir jetzt einen großen Architekturentwurf, irgendein Haus oder was ähnliches machen, im Pavillon, macht es meist Sinn, in Metern zu arbeiten und Large Objects. Wir werden heute, da wir eher so ein bisschen in Richtung Möbel gehen, mal in Zentimetern arbeiten. Wenn man jetzt viel für einen 3D-Druck oder solche Geschichten macht, macht es meistens Sinn, in Small Objects in Millimeters zu arbeiten, weil die Toleranzen da einfach nochmal genauer sind. Okay, so, wenn ich ein neues Projekt öffne, werde ich hier von den 4 Bildschirmen begrüßt, die Top View, Perspective, Front und Right View. Mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Titel, hier auf Perspective zum Beispiel, kann ich das Fenster maximieren. Doppelklick wieder drauf und ich habe wieder meine 4 Viewports. Bewegen in Rhino ist recht unkompliziert. Wir haben den Zoom, wie wir es normalerweise auch kennen, mit dem Mausrad. Wir haben den Pan mit der rechten Maustaste. Das reicht uns für die 2D-Views schon mal. Sieht in den anderen genauso aus. Mausrad, Zoom, rechte Maustaste, Pan. Bloß in der Perspective ist es ein bisschen anders. Wenn ich da die rechte Maustaste drücke und ziehe, seht ihr schon, ich rotiere, ich panne nicht. Mausrad ist weiterhin Zoom. Und wenn ihr panen wollt, dann müsst ihr die Shift-Taste gedrückt halten. Und dann mit der rechten Maustaste wieder fahren.
Okay, ich kriege gerade die Info, dass das Bild weg ist. Ich hoffe, jetzt müsste es wieder da sein. Dann starten wir einfach nochmal kurz. Das mit den Toleranzen muss ich nicht großartig zeigen. Neues Projekt. Seht ihr, wenn ihr es öffnet. Bild ist wieder da. Gut. Okay, dann nochmal kurz zum Zoom und zum Pan. Wie gesagt, wir haben hier die vier Views: Top View, Perspective, Front View, Right View, mit einem Doppelklick auf den jeweiligen View. Links oben kann ich das Bild maximieren und dann wieder minimieren. Wenn ich wieder draufklicke, dann habe ich alle meine vier Views. Zoom, wie gesagt, mit der Maustaste. Pan mit der echten Maustaste gilt für alle 2D-Views, Top, Right, Front. Und wie gesagt, Perspective mit der rechten Maustaste rotiert ihr. Mit der Maustaste in der Mitte zoomt ihr. Wenn ihr die Maustaste in der Mitte drückt, kommt hier so ein Schnellmenü. Da bin ich jetzt nur aus Versehen drauf gekommen. Ist manchmal ganz praktisch, wenn man schnell was speichern möchte. Okay. Ihr seht schon, dass in Rhino viele, viele Kommandozeilen hier sind, viele Befehle sich in den Zeilen verstecken. Euer bester Freund sozusagen ist aber eigentlich hier oben die Kommandozeile. Da kann ich eigentlich alles, was ich machen möchte, eintippen. Heißt, wenn ich was verschieben möchte, tippe ich oben Move ein. Select Objects to Move, dann erzählt er mir da oben quasi, was ich für den jeweiligen Befehl machen muss. Genau, ist auf jeden Fall die angenehmste Art und Weise, finde ich, in Rhino zu arbeiten. Aber es gibt hier auf der linken Seite auch so eine Schnellleiste, wo ihr zum Beispiel Linien, Polylinien, Surface-Befehle und auch alles mögliche Joint Split, Control Points findet. Also gibt da kein richtig oder falsch, am besten jeder, wie er es am angenehmsten findet. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal und modellieren ein wenig. Ihr könnt nebenbei mitmachen, gerade wenn ihr schon ein bisschen versierter seid. Wenn ihr noch keine Ahnung von Rhino habt und erstmal nur zugucken möchtet, könnt ihr das auch machen. Der Plan ist, dass wir die Streams im Nachhinein noch verfügbar haben. Das heißt, ihr könnt euch das alles auch noch mal in Ruhe angucken und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, auch jederzeit nachmittags noch mal fragen. Okay, wir starten erstmal mit einer recht einfachen Geometrie. Dazu wähle ich hier den Polyline-Befehl aus. Gleichermaßen könnte ich einfach Polyline tippen, schlägt er mir schon vor. Und dann geht es darum, erstmal einen Startpunkt für unsere Polyline festzulegen. Dazu hier oben werde ich gefragt, Start of Polyline, werde ich jetzt Koordinaten eingeben und möchte dazu mal 0, 0 und sagen wir 75, Quatsch, 0, 75. Null, null, so, 75 in X-Richtung, 0 in Y-Richtung, 0 in Z-Richtung. Die gebe ich hier ein. Ganz wichtig ist, dass ich die mit einem Komma eingebe. Später, wenn wir Längen eingeben, auch wichtig, dass ich quasi Kommastellen mit einem Punkt eingebe. Das ist ein amerikanisches Programm. Vergisst man häufig, vergesse ich auch häufig noch. Immer dran denken, der Punkt statt dem Komma. Okay, ich habe jetzt meinen Start der Polyline quasi ausgewählt, 75, 0 und 0. Und wenn ich jetzt mit Enter das Ganze bestätige, habe ich hier so eine Linie quasi am Startpunkt hängen. Ich drücke jetzt erstmal noch nichts. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Linie zu zeichnen. Er sagt mir hier oben Next Point of Polyline. Das heißt, ich könnte zum einen einfach irgendwo hinklicken. Ich kann aber auch genauso gut eine Zahl eingeben, um die Länge der Polylinie zu definieren. Was auch wichtig ist,
Wenn ihr gerade oder orthogonal zeichnen möchtet, könnt ihr zum einen die Shift-Taste gedrückt halten. Dann seht ihr schon, springt der hier im 90 Grad bzw. 45 Grad Winkel, das habe ich gleich noch eingestellt, rum normalerweise um 90 Grad Winkel. Könnt ihr auch über die Zeile hier unten Auto einstellen. Dann habt ihr es automatisch, dass ihr quasi nur gerade Linien zeichnet oder orthogonale Linien zeichnet. Wenn man da wieder raus möchte, kann man genauso gut Shift drücken. Dann hat man quasi wieder die Möglichkeit, Linien zu zeichnen, wo man auch immer hin möchte. Wir zeichnen jetzt einfach mal eine Linie, die, sagen wir, 70 cm hoch ist. Dann gebe ich dazu einfach oben in der Kommandozeile 70 ein. Und dann habe ich hier genau die richtige Länge und muss eigentlich nur noch in die Richtung klicken, in die ich die Kurve zeichnen möchte. Wir möchten jetzt mal nach oben zeichnen. Dazu klicke ich dann einfach wieder und dann seht ihr, habe ich den Punkt gesetzt und habe hier direkt den nächsten dran. Next Point of Polyline, press Enter when done, steht oben in der Kommandozeile. Mir reicht hier eine Linie erstmal, heißt ich drücke einfach Enter. Jetzt hüpfe ich mal von der Front View. Ihr könnt, wie gesagt, entweder oben den Doppelklick drauf machen oder auch hier unten einfach Perspective auswählen. Da habe ich sie ausgewählt. Wenn sie ausgewählt ist, dann ist die Linie gelb, zeigt mir meine Auswahl an. So, wenn ich jetzt für meine, ich kann es ja schon mal verraten, es wird ein Tisch, für meine Tischbeine genau die gleiche Linie kopieren möchte oder eine bestimmte Stelle kopieren möchte, kann ich zum Beispiel den Mirror-Befehl nehmen. Dazu tippe ich wieder einfach Mirror ein, Enter und dann wird mir quasi wieder gesagt, was ich zu tun habe. Ich suche mir die Mirror Plane aus. Dadurch, dass wir unsere Kurve vom Nullpunkt aus gezeichnet haben, beziehungsweise in X und in X75, in Y und Z auf 0 waren, gehe ich jetzt einfach mal vom Nullpunkt als Start unserer Mirror Plane aus. Ihr seht schon, der fängt hier den Punkt einigermaßen automatisch. Bestätige mit Enter und dann habe ich hier wieder die Kurve dran und kann aussuchen, um welche Plane er die mirrorn soll. Ich möchte, dass es einmal gegenüber liegt. Drücke also einfach, wir bestätigen einfach mit der linken Maustaste. Ich stelle einmal kurz den Auto-Angle auf 90, das verwirrt gerade ein bisschen. Okay, und dann habe ich hier schon mal meine zwei potenziellen Tischbeine stehen. Wenn wir die Kurven zum Beispiel anpassen wollen, wenn ich die auswähle, wie gesagt, leuchten gelb auf, zeigen meine Auswahl an, gibt es mehrere Möglichkeiten, die zu bearbeiten. Ihr seht schon, ich habe hier solche Punkte dranhängen. Wenn die bei euch nicht da sind, könnt ihr die, das sind die Control Points, einmal holen, indem ihr F10 drückt. Oder ihr könnt hier auf dem, Quatsch, der hier ist es, die Points an- oder ausschalten. In meinem Fall schalte ich sie jetzt mal aus. Linke Maustaste schaltet sie an, rechte Maustaste aus. Das ist in Rhino recht häufig so, dass ihr hier auch bei der Polylinie zum Beispiel mit Links- oder Rechtsklick verschiedene Befehle aufrufen könnt. Wenn ihr lange auf einen Befehl drückt, öffnet sich dann nochmal ein ganz neues Fenster. Oder ist für uns jetzt erstmal nicht relevant, kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir andere Befehle brauchen. Okay, zurück zu den Control Points. Ich habe die hier einmal, wie gesagt, angeschaltet. Waren sie bei mir jetzt am Anfang sowieso schon. Jetzt sage ich, okay, die beiden Linien sind mir doch noch ein bisschen zu hoch oder zu niedrig. Möchte ich den Tisch vielleicht ein bisschen höher haben. Der ist jetzt 70 cm, machen wir einfach mal 75, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, F10 Punkte an. In Rhino läuft es mit der Auswahl wie in vielen anderen Programmen, Allplan, Archicad, da kennt ihr es bestimmt alle her. Wenn ich von links wische, wählt er aus, was komplett in meinem Auswahlfenster ist.
Wenn ich von rechts wische, wird ja alles aus, was vom Auswahlfenster geschnitten wird. Ich wische hier einfach mal von links rüber und wähle mir die zwei Punkte hier aus, da ich die hier nochmal verändern möchte. Ich gehe dazu am besten nochmal in die Front View, weil ich es dann einfach planar vor mir habe. Und dann gebe ich einfach Move ein. Jetzt werde ich gefragt, Point to Move From. Das ist der Endpoint. Wichtig ist dafür, dass die sogenannten O-Snaps angeschaltet sind. Das sind die hier unten. Wenn er bei euch was nicht fängt oder hier nicht anzeigt, Endpoint, dann müsst ihr unten die O-Snaps einschalten. Wenn ich die aus habe, fange ich hier nichts. Das sind unsere Punktfänge. Da gibt es verschiedene, die Endpunkte, irgendwelche Punkte auf einer Linie, die Midpoints, die Center Points, wenn ich zum Beispiel einen Kreis habe, Intersection. Zeigt ihr mir auch an, das wäre jetzt, wenn ich hier nach rechts zeichne, wäre die Intersections, Perpendicular, da gibt es noch mehrere Vertices, später, wenn man mit dem Mesh zum Beispiel arbeitet. Und es reichen jetzt eigentlich erstmal End, Midpoints. Genau. Gut, wenn ich jetzt, wie gesagt, moven möchte, das verschieben möchte, ich fange mir hier den Endpoint, der dann auch mein Control Point ist. Und dann habe ich die beiden Punkte hier quasi wieder an meinem Mauszeiger hängen. Wir machen es wie vorhin, als wir die Linie gezeichnet haben. Wir tippen einfach 5 ein. Jetzt hat er die Dimension hier schon richtig drin. Klicken wieder dahin, wo die Linie hin soll, in diesem Fall nach oben. Und dann hat er das Ganze um 5 cm verschoben. Ich hüpfe einmal zurück in die Perspektive, wähle mir wieder beide Kurven aus. Für einen Tisch braucht man üblicherweise 4 Tischbeine, das heißt, wir nehmen die beiden Tischbeine, die wir haben, und kopieren die einmal. Dazu gebe ich einfach oben Copy ein, wähle mir wieder einen Startpunkt aus, von dem ich kopieren möchte. Das ist jetzt mal der Endpoint hier. Und dann, genau wie eben, Point to Copy to, geben wir auch wieder einfach einen Wert ein, sagen wir mal 60 cm. Ich tippe wieder Enter ein, bestätige die Richtung mit dem linken Mausklick und dann seht ihr, ich könnte jetzt direkt weiter kopieren. Möchte ich nicht, ich gehe einfach mit Escape aus dem Befehl raus. Okay, jetzt haben wir unsere potenziellen Tischbeine. Sieht noch nicht nach einem großartig tollen Tisch aus, deswegen machen wir daraus noch ein Beispiel, was ihr vermutlich alle kennt. Dazu zeichne ich hier vom Endpoint zum Endpoint eine neue Linie. Verschiebe die mit dem Move-Befehl, sagen wir um 15 cm nach oben. Dazu ist es auch wichtig, dass der Moment, um 15 cm, dass der Near Snap angeschaltet ist, dass ihr irgendwelche Punkte auf dieser Kurve fangen könnt. Und dann bestätige ich das mit Enter, wähle wieder die Richtung aus, in die ich kopieren möchte. Und klicke. So, die Linie kopiere ich mir nochmal nach oben, auch wieder einfach mit dem Copy-Befehl und verschiebe sie dann nochmal um, sagen wir, 5 cm nach unten. Bestätige das und dann haben wir hier schon mal diese zwei Verbindungen. Ich wähle mir die beiden Verbindungen wieder aus, fange hier den Endpoint und kopiere sie dann einfach rüber. Und gehe wieder aus dem Kopieren-Befehl raus. Das sieht jetzt schon eher nach einem Tischgestell aus, was uns allen einigermaßen bekannt ist. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Aussteifung in der Mitte. Dazu zeichnen wir Streben zwischen diesen Verbindungen, die ich eben gezeichnet habe, indem wir die Midpoints fangen. Praktisch bei den O-Snaps ist auch zum Beispiel, dass man mit einem Rechtsklick auf einen dieser Snaps alle anderen ausstellen kann. Wenn man wieder den Rechtsklick drauf macht, hat man quasi die vorherige Auswahl. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir wählen mit Rechtsklick die Midpoints aus, sodass ich hier, egal welche Linie ich auswähle, auch nur die Midpoints fange. So, dann kreuzen wir einmal von der Mitte zu der Mitte aus, mit Enter bestätigen. Das war der Polyline-Befehl, sorry. Mit Rechtsklick oder mit der Space-Taste könnt ihr den jeweils benutzten Befehl wiederholen. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mit rechts einmal und habe hier wieder meinen Polyline-Befehl.
Hier wieder von Midpoint zu Midpoint. Und dann haben wir hier auch schon so ein wunderschönes Eiermann-Tischgestell. Ich bin kein großer Fan von der Variante, da stößt man sich permanent die Beine an der Auskreuzung, deswegen bauen wir uns die mal schnell, wie sie in der Uni sind. Ich mache alle anderen Snaps wieder an, indem ich mit rechts auf den Midpoint klicke, wähle meine Auskreuzung aus. Diesmal können wir das auch zum Beispiel mit dem vom Rechtswischen machen, dass wir alle auswählen, die geschnitten sind. Und dann wähle ich den Move-Befehl aus und schiebe sie einmal hier an die Ecke. Was ich jetzt nämlich machen möchte, ist die Auskreuzung auf ein Drittel der Gesamtlänge zu schieben. Und wir wissen ja, wir haben die Verbindung hier angelegt, die ist 60 cm lang. Das kann ich zum Beispiel auch nochmal mit dem Befehl Distance nachmessen. Ich wähle die beiden Endpunkte und dann wird mir hier oben angezeigt 60 cm. Und was ich jetzt beim Verschieben mache, ich wähle die beiden aus, tippe Move ein und tippe oben in die Kommandozeile 60 durch 3. Hätte jetzt auch einfach 20 eingeben können, aber ich möchte euch nur zeigen, dass man halt auch mit solchen Werten arbeiten kann. Dann wieder Enter, ich bestätige die Richtung. Und dann haben wir unsere Auskreuzung auf einem Drittel der Länge des Tisches. Das Ganze sind jetzt nur Kurven. Wir wollen dann natürlich eine Fläche draus machen, die auch eine gewisse Stärke hat. Dazu schauen wir uns jetzt am besten erstmal die Layer an. Die verstecken sich hier unter diesem, ich sag, Tortensymbol. Man zeichnet auf dem Default Layer standardmäßig. Da liegen jetzt unsere Kurven drauf. Und wenn ich einen Rechtsklick auf das Default Layer mache, gibt es hier alle Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel alle Objekte auf dem Layer auswählen. Das wären dann alle unsere Kurven. Wir benennen das Layer einmal um, indem wir einfach Doppelklick drauf machen. Nennen das jetzt einfach mal Kurven. Damit es ein bisschen übersichtlicher wird und unsere Geometrie, die wir gleich erstellen, vielleicht auf einem anderen Layer liegt, dass wir die Kurven dann ausblenden können, dass die uns nicht im Weg sind, legen wir uns hier noch ein anderes Layer an, beziehungsweise nennen Layer 1 einfach um und nennen das Tischgestell. Mit einem Doppelklick können wir das Layer dann zum aktiven Layer machen. Das heißt, wenn wir jetzt Geometrie zeichnen, dann wird die auf dem Layer erstellt. Was ich jetzt machen möchte, ist diesen Kurven eine gewisse Stärke zu geben, eine gewisse Dicke zu geben. Dazu wähle ich einfach einmal alles aus. Kann man zum Beispiel auch mit Cell All für Select All machen. Und dann wird alles, was ich hier drin rumliegen habe, in meinem Fenster ausgewählt. Jetzt kommt ein neuer Befehl. Das ist der Pipe-Befehl. Das heißt, er erstellt quasi um die Kurven so eine Art Röhre. Dazu können wir hier oben den Radius einstellen, haben ein paar Möglichkeiten, wie die Enden aussehen sollen. Flat steht da jetzt, das ist okay. Aber wir möchten den Diameter, den Durchmesser wählen. Probieren wir mal 2 cm, mal schauen, wie das aussieht. Drücken Enter und dann seht ihr schon auf dem roten Layer, hat er jetzt so eine Fläche drüber gelegt. In der Darstellungsform kann man das nicht so gut erkennen. Es gibt mehrere Varianten, wie ihr die Viewports darstellen könnt in Rhino. Dazu könnt ihr einfach neben dem jeweiligen Viewport auf diesen kleinen Pfeil gehen und dort werden verschiedene Varianten angezeigt. Wenn man mit 3D-Objekten arbeitet oder zumindest im Perspective-Mode ist, dann macht es meist Sinn, die Shaded-Version zu nutzen. Das sind jetzt geschlossene, schattierte Flächen. Eben waren wir im Wireframe-Mode, da wird quasi nur so ein Liniennetz angezeigt. Der Stil, den euch Professor Becker mitgeschickt hat, DML Digitale Geometrie, der eignet sich oft ganz gut dafür, um irgendwie schnelle Screenshots zu erstellen. Ich zeige später auch nochmal, wie ihr den einfügen könnt, wenn ihr den noch nicht habt. Okay, jetzt haben wir hier unser Tischgestell. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sehen, das sind hier geschlossene Flächen. Die Kurven kann ich mal ausblenden.
damit die nicht im Weg sind. So. Es sieht soweit gut aus, es ist jetzt aber nicht super sauber modelliert. Sieht man an folgenden Stellen, wenn ich hier mal was auswähle, seht ihr, die eine Pipe geht quasi so in die andere. Ich stelle es mal kurz wieder in den Wireframe-Modus, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Die schneiden sich sozusagen. Und um das jetzt ein bisschen zu verschönern, auch wenn man es eigentlich nicht sieht, einfach damit es ein bisschen sauber ist, damit ihr den Befehl kennenlernt, nutzen wir jetzt einfach mal den Split-Befehl. Auch jetzt werde ich wieder abgefragt, Select Object to Split. Das sind in meinem Fall jetzt diese Querstreben hier. Die wähle ich alle mal aus. Press Enter when done. Okay, Enter. Und jetzt wähle ich aus, von welchen Cutting Objects die quasi geschnitten werden. Das sind in dem Fall jetzt einmal meine Tischbeine. Ich drücke Enter und dann sieht es erstmal aus, als wäre noch nichts passiert. Es sieht vielleicht ein bisschen verwirrender aus, aber jetzt kann ich mir hier das auswählen und habe hier diese Pulley Surface liegen. Und ihr seht, das Tischbein wird jetzt quasi von diesem Gestell umschlossen und es ist einfach ein bisschen sauberer modelliert. Ich wähle mir einfach mal diese kleinen Überbleibsel hier jeweils aus und entferne die mit der Entferntaste. Könnt ihr natürlich auch Delete eintippen, aber so geht es ein bisschen schneller. Und dann bin ich diese kleinen Stücke schon mal los. Das gleiche machen wir jetzt für unsere Auskreuzung in der Mitte. Ihr seht, die schneidet hier auch noch so ein bisschen rein. Ich kann auch direkt die Objekte hier auswählen und dann in den Split-Befehl gehen. Dann hat er die direkt als die Objekte, die geschnitten werden, ausgewählt. Dann muss ich nur noch die Cutting Objects auswählen. Das sind dann in diesem Fall die Querstreben hier. Wird kurz geladen und dann kann ich auch hier wieder die kleinen Überbleibsel entfernen. Wenn ich es ganz genau machen möchte, kann ich jetzt auch noch hier in der Mitte eine Querstrebe mit der anderen verschneiden oder splitten und habe dann hier in der Mitte den Part, den ich rausnehmen kann. Wie gesagt, sieht aus wie vorher, wenn ich in den Shaded Mode gehe, aber ist einfach ein bisschen sauberer modelliert, es überschneidet sich nichts. Okay. Unser Tischgestell haben wir jetzt quasi fertig. Brauchen wir noch die Tischplatte? Dazu erstellen wir uns hier oben mal ein neues Layer, gehen einfach auf New Layer und dann können wir dem direkt einen Namen geben. Kriegt jetzt einfach den Namen Tischplatte. Mit einem Doppelklick auf die Farbe hier können wir auch eine neue Farbe dafür festlegen. Unser Tischgestell ist rot. Ich mache das jetzt mal so ein Orange für die Tischplatte. Hat nichts damit zu tun, wie es dann aussieht, wenn man irgendwie rendert oder irgendwas anderes mit den Materialien einstellt. Das ist wirklich nur für uns, für die Darstellung im Shaded Mode und im Wireframe, dass wir die einzelnen Layer auseinanderhalten können. Okay, wenn wir jetzt die Tischplatte erstellen wollen, das können wir zum Beispiel mit dem Rectangle-Befehl Corner to Corner in diesem Fall machen. Klicken wir einfach drauf. Wie gesagt, können auch einfach Rectangle angeben. Wichtig ist noch, dass man vorher die Tischplatte, dass das als aktives Layer auswählt. Ich zeige einmal kurz, wie wir es lösen können, wenn wir jetzt auf dem falschen Layer zeichnen. Für meine Tischplatte wähle ich mir jetzt bei den O-Snaps einfach mal nur die Center Points aus. Wie gesagt, einfach mit Rechtsklick drauf. Fange mir hier den Center Point von dem Tischbein und fange mir hier den Center Point von dem Tischbein. Bei den Center Points bringt es immer viel, wenn das irgendwie so ein Kreis ist, dass man auf den Rand klickt und nicht auf die Mitte. Auf der Mitte fängt ja nichts. Also einmal auf dem Rand quasi den Kreis an sich auswählen. So, jetzt habe ich die Kurve hier liegen. Hier unten unter den O-Snaps sieht man auch, es liegt auf dem Layer Tischgestell, hat auch diese rote Farbe. Wenn ich es jetzt auf das Layer Tischplatte legen möchte, wähle ich mir einfach erstmal kurz Tischplatte als aktives Layer aus, damit wir gleich darauf weiterzeichnen können. Mache einen Rechtsklick auf das Layer und dann kann ich Change Object Layer anklicken. Wichtig, ich muss das natürlich ausgewählt haben, dann schiebt er das jeweilige Objekt auf mein anderes Layer und jetzt sehen wir schon, okay, die Tischplatte ist orange und liegt dementsprechend auf dem richtigen Layer.
Um die Tischplatte jetzt ein bisschen anzupassen, so ist sie vielleicht ein bisschen zu schmal. Die würde wahrscheinlich schnell runterfallen. Machen wir die jetzt ein bisschen größer. Wir könnten jetzt zum Beispiel skalieren, fangen uns dazu quasi den Mittelpunkt und skalieren das um einen bestimmten Faktor. Jetzt ist es aber eigentlich einfacher, ein Offset zu machen. Dazu tippe ich oben einfach wieder Offset ein. Und dann habe ich hier diesen Befehl quasi am Mauszeiger hängen. Ihr seht schon, man kann Seiten auswählen, zu denen das Offset stattfinden soll. Man kann auch hier oben die Distanz eingeben. Dazu muss man einmal auf den Distance-Befehl klicken. 6 cm, ja, hört sich eigentlich gut an. Wir machen einfach mal 5. Und jetzt seht ihr, gibt es hier noch ganz viele andere Geschichten, die man auswählen kann. Interessieren uns jetzt erstmal alle nicht. Für uns ist nur wichtig, dass wir dieses Offset einmal nach außen machen, damit die Tischplatte ein bisschen größer ist, als sie jetzt ist. So, dann seht ihr, wir haben hier zwei Kurven liegen. Einmal die wir gezeichnet haben, einmal die wir gerade mit dem Offset-Befehl erstellt haben. Ich lösche die alte einfach mal raus, die brauchen wir nicht mehr. Und wir haben hier quasi unsere Grundform für die Tischplatte, die wir jetzt erstellen, liegen. Ich wähle mir die Linie also wieder aus und ich möchte der jetzt eine Stärke geben. Dazu nutzen wir einen Befehl, der heißt Extrude Curve. Den benutze ich zumindest sehr häufig, ist recht wichtig, indem man quasi Linien auswählt und denen eine Stärke gibt, erzeugt man da 3D-Objekte. Extrude Curve oder CRV, CRV in dem Fall Curve, SRF, also Surface, können wir später auch nochmal machen. So. Sobald ich den Befehl auswähle, habe ich hier sowas dranhängen. Wenn man mit SketchUp gearbeitet hat, sieht ein bisschen ähnlich aus, wenn man da 2D-Flächen extrudiert. Und auch jetzt habe ich hier oben wieder verschiedene Möglichkeiten auszuwählen. Erstmal die Stärke, die wir dem Ganzen geben möchten. Ich kann einfach hier die Maus ziehen und klicken. Oder ich gebe hier oben in der Kommandozeile einen Wert an. Wir machen jetzt für die Tischplatte einfach mal 3, sieht ein bisschen dick aus, vielleicht 2,5, in dem Fall natürlich 2,5 eintippen. Und dann könnte ich mit der linken Maustaste oder mit der Enter-Taste auch einfach wieder bestätigen. Es gibt hier noch verschiedene Optionen, man kann in beide Seiten extrudieren. Sieht dann so aus, möchten wir jetzt erstmal nicht. Man kann auswählen, ob man einen soliden Körper erstellt, einen Solid oder nicht. Ihr seht schon, jetzt fehlen hier quasi Ober- und Unterseite. Das wollen wir nicht, kann man nachträglich noch anpassen, wollen wir jetzt erstmal trotzdem nicht. Delete Input, ob man die Kurve, aus der man die Extrusion erstellt, löschen möchte oder nicht, kann von uns aus jetzt erstmal gelöscht werden. Set Base Points to Boundary, das interessiert uns erstmal nicht. Ich gebe meine 2,5 hier ein, drücke Enter, bestätige und dann habe ich hier meine Tischplatte. Sieht mir noch ein bisschen zu schmal aus. Das heißt, wir können die jetzt auch nochmal skalieren. Dazu gibt es mehrere Befehle. Wenn ich hier Scale eintippe, seht ihr schon, es gibt den Scale, Scale 1D, Scale 2D. Mit Scale skaliere ich alles 3 Dimensionen. Mit Scale 1D kann ich in eine Dimension skalieren und mit dem Scale 2D in zwei. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen jeweils die rechte Seite und die linke Seite verlängern. Das heißt, wir schalten einmal unsere Snaps wieder ein, fangen uns hier. Ich schalte das Tischgestell dazu einmal bei den Layern aus. Hier einfach auf die Glühbirne klicken, damit wir jetzt nichts Falsches fangen. Wähle mir hier einmal einen Midpoint aus. Jetzt könnte ich zum Beispiel einen Faktor eingeben. Wir machen es aber so, dass wir hier uns den Endpoint fangen. Scale 1D ist der Befehl, den ich haben wollte, nicht 2D. Weil wir nämlich nicht in X- und Y-Richtung extrudieren oder skalieren wollen, sondern nur in X-Richtung. So sieht das dann aus. Wie gesagt, wir fangen uns den Midpoint und den Endpoint. Und ihr seht hier unten schon, dass sich die Zahl anpasst, wenn wir hier ein bisschen hin und her schieben. Der ist jetzt auf 80 cm, also insgesamt 160, ist schon recht groß für einen Schreibtisch. Wir machen jetzt trotzdem einfach mal 85, tippen das oben ein und bestätigen es mit Enter.
Dann können wir uns auch wieder das Tischgestell einblenden. Und jetzt hat das Ganze noch so ein bisschen mehr Luft, sieht ein bisschen angenehmer aus. Genau, eine Sache wollte ich zum Extrudieren noch zeigen. Wenn wir jetzt vergessen haben, Solid, all die Extrusion als Solid zu machen, gibt es einen ganz praktischen Befehl, den ich häufig nutze, wenn ich irgendwelche Surfaces schließen möchte. Das ist der Cap-Befehl, CAP. Ich wähle mein Objekt aus, tippe Cap ein und dann schließt er das Polysurface automatisch für mich. Sieht dann genau aus wie vorher. Nur falls man mal vergisst, ein Solid zu erstellen oder irgendwo eine offene Stelle hat, ist das meist ganz praktisch. Okay, das soweit zu unserem Tisch. Wir erstellen uns nochmal ein neues Layer, nennen das einfach Tisch. Und dann ziehen wir die Layer per Drag and Drop einfach, also Tischplatte einfach auf Tisch und Tischgestell auch. Dann sind das solche Sublayer, liegen da unter dem Tischlayer, einfach damit unsere Layerstruktur ein bisschen ordentlicher ist. Den Kurvenlayer können wir eigentlich auch noch drunter schieben, gehört ja genauso gut dazu. Jetzt können wir hier auch alles auf einmal ausblenden oder zum Beispiel sperren. Das heißt, ich kann hier nicht mehr ran an die jeweils gesperrten Layer. Okay, sieht noch ein bisschen traurig aus, der Tisch. Was wir gut machen können, ist nochmal ein, zwei Lampen modellieren, um die da drauf zu stellen. Ich blende mir den Tisch erstmal wieder aus, dass ich hier eine freie Fläche habe. Wähle mir das Layer 02 aus. Das benennen wir jetzt einfach mal in Lampe um. Und dazu fangen wir einfach mal mit einem Kreis an. Ich könnte jetzt Circle tippen oder wähle hier den Circle aus. Center of Circle gebe ich einfach mal als 0000 an, genau im Nullpunkt im Ursprung hier. Und dann werde ich wieder nach dem Durchmesser gefragt. Machen wir mal 4 cm. 4 cm ist vielleicht ein bisschen klein. Ich wiederhole den Befehl nochmal 00, machen wir das doppelte 8 so. Jetzt habe ich hier meinen Kreis liegen und wir machen erstmal genau weiter wie eben und extrudieren den. EX reicht mal schon, dann kommt oben der Extrude Curve Befehl und dann geben wir dem Ganzen, ich denke, 1 cm Stärke reicht. Einmal nach oben extrudiert und dann haben wir hier unten unseren Fuß für die Lampe liegen. So, wir machen nochmal was Ähnliches wie eben. Wir legen uns nochmal ein paar Kurven an und erstellen aus diesen Kurven dann unsere Geometrie für die Lampe. Dazu springe ich jetzt ein bisschen zwischen den Views hin und her. Ich fange mir hier unten den Center Point von unserem Lampenfuß, habe den ausgewählt und dann gehe ich einmal in die Front View. Da kann ich ein bisschen angenehmer zeichnen, wenn ich jetzt auch in Z-Richtung zeichne und solche Geschichten. Zeichne hier die Polylinie, sagen wir mal 15 cm, ich bestätige mit Enter. Dann geht es hier nochmal nach links. 5 cm sieht ein bisschen wenig aus. Machen wir mal 6 und klicke wieder mit links. Und wenn ich zufrieden bin mit den zwei Kurven, die ich gezeichnet habe, wieder mit Enter bestätigen. So, jetzt habe ich hier meine grobe Lampe schon mal liegen. Ich möchte jetzt noch ein Kurvenelement zeichnen, was schräg runter geht und da dann irgendwie so eine Art Lampenschirm oder Leuchte dran machen. Um in der Ansicht Kurven schräg zu zeichnen, ihr hattet schon gesehen, man kann sich den Ortho einstellen, dass er auch auf andere Winkel anspringt. Ich würde jetzt einfach mal eine Linie zeichnen, keine Polyline, sondern einfach eine Line. Und hier können wir oben in der Kommandozeile Angled auswählen. Da klicke ich einfach mal drauf. Wir wählen unseren Startpunkt der Linie, der Endpunkt 5 cm und dann denkt man schon, der Befehl ist weg, aber wir müssen jetzt einfach nur einen Winkel eingeben, oder einen Engel eingeben. Sagen wir einfach mal 25, das sieht einigermaßen okay aus.
Und die Länge machen wir jetzt auch, Moment, wir machen sie mal 6, so wie das andere Element. Enter, bestätigen das einfach. Hoch. Nochmal kurz 25 als Winkel. 5, Enter und dann klicken. Und dann haben wir hier die Linie. Gefällt mir jetzt noch nicht ganz der Winkel. Wir können auch rotieren. Rotate heißt der Befehl dazu. Dazu wählen wir unseren Startpunkt aus, nehmen den Punkt, den wir rotieren wollen und schalten Ortho einmal aus, sonst fängt er uns wieder nur 0 und 90 Grad und sagen dann nochmal, vielleicht nochmal 10 Grad mehr. So, das gefällt mir einigermaßen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier zwei einzelne Linien rumliegen habe. Wähle ich einmal aus, beide Linien. Und dann kann ich die einfach zusammen joinen. Befehl heißt join. Gibt es auch hier links neben diesem Explosionsding, gibt es den Join-Befehl. Und jetzt habe ich das hier schön als eine Linie liegen. Neben diesem Layer-Fenster gibt es das Properties-Fenster. Da seht ihr dann auch immer, was für Objekte ihr ausgewählt habt. Also wenn ich hier drauf gehe, seht ihr, das ist eine Open Curve, die liegt auf dem Layer Lampe. Wenn ich nochmal zurück mache, habe ich hier two Open Curves. Steuerung Z, Steuerung Y, wie eigentlich üblich, Undo und Redo. Okay, andere Möglichkeit, diese Kurve noch zu bearbeiten, wäre jetzt auch wieder über die Control Points. Dazu fange ich mir zum Beispiel den Punkt hier. Und mache jetzt mal was anderes. Ich schalte das Grid Snap hier unten ein. Und wenn ich dann Move tippe, fängt er mir quasi hier dieses Grid, was ich im Hintergrund habe. Da kann ich dann zum Beispiel einmal den Punkt hier auswählen, wenn mir der Winkel zum Beispiel besser gefallen sollte. Okay, soweit zu unserer Lampe. Wir hüpfen einmal wieder in die Perspective und wir könnten jetzt einfach wieder einen Pipe-Befehl drauflegen. Wir machen aber nochmal ein bisschen was anderes. Wir nutzen erstmal den Fillet-Befehl. Einfach oben eingetippt. Und der Fillet-Befehl, ich zeige es am besten mal, das ist am einfachsten, rundet quasi zwei Kurven aus. Nochmal in den Befehl rein. Dazu wählt man am Anfang einen Radius aus, der war jetzt gerade 2 cm, das sah ein bisschen zu groß aus, machen wir mal 1 cm. Join, no, trim, yes, das interessiert uns alles nicht. Und jetzt wird uns angezeigt, select first curve to fillet, das ist die Kurve hier. Und dann die zweite, das ist die Kurve hier oben. Und dann wird hier diese Ausrundung erstellt. Möchte ich auch für den Teil hier haben, also einfach nochmal Rechtsklick oder Space, eine Kurve, die zweite Kurve und dann haben wir auch hier die Rundung drin. So, wie gesagt, wir machen jetzt nochmal ein bisschen was anderes als den Pipe-Befehl. Wir nehmen den Sweep-Befehl, machen jetzt mal keinen Kreis, da können wir auch einfach den Pipe-Befehl nehmen, sondern nehmen hier die Ellipse from Center. Wähle den einfach aus, wähle diesen Endpoint von unserer Kurve als Startpunkt. Dann kann ich hier, ich mache das Grid Snap einmal wieder aus, da fängt er mir nicht sonst die ganze Zeit das Grid. Schalte mir Ortho wieder ein und sage, okay, der soll in die Y-Richtung 1 sein. Und dann kann ich mir hier einfach eine Form, man sieht es leider nicht so gut mit den Kurven, eine Form zurechtziehen und habe hier dann so eine Ellipse liegen. Wenn ich die auswähle, dann sieht man die auch besser. Und was ich jetzt machen möchte, ist quasi diese Kurven als Guide zu nehmen, um diese Ellipse daran zu extrudieren. Mit dem Extrude-Befehl geht das leider nicht. Der extrudiert hier einfach nach oben. Dann müsste ich hier ganz viele Elemente reinzeichnen und zusammenfügen. Das ist ziemlich kompliziert. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Sweep1-Befehl. Nochmal kurz alles deselecten. Sweep1, Select Rail. Das ist hier unser, ich habe es gerade Guide genannt, unsere Kurve. Die wählen wir einmal aus und dann wählen wir unsere Cross-Section Curves aus. Das ist die Ellipse, die wir gerade festgelegt haben. Press Enter when done. Er zeigt hier eine Richtung an. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir bestätigen einmal mit Enter. Kriegen hier so eine ganz viele Optionen.
zwischen denen man auswählen kann. Wenn ich da jetzt Roguelike Freeform, da passiert erstmal nicht viel. Was interessant ist, ist hier unten vielleicht, dass man es mit verschiedenen vielen Control Points rebuilden kann. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel zwei Control Points auswähle, seht ihr, hier unten geht er nur von drei Punkten aus und passt dementsprechend die Form an. Wenn ich da 5 auswähle oder zum Beispiel 15, wird es immer genau und er unterteilt das in immer mehr Segmente. Wir sind zufrieden mit dem, was wir da haben. Do not change cross-sections, einmal okay. Und dann haben wir hier diese Ellipse dranhängen. Sieht mir jetzt noch ein bisschen zu mächtig aus, deswegen skalieren wir die einfach nochmal ein bisschen kleiner, dieses Mal mit dem Scale2D-Befehl, weil wir in zwei Richtungen skalieren möchten. Wir nehmen den Endpoint, fangen uns dann einfach den nächsten Endpoint hier und dann können wir es diesmal per Hand einfach ein bisschen kleiner ziehen, wählen uns wieder unseren Sweep1-Befehl aus, dazu die Select Cross-Section Curves. Unsere Rail, dann die Cross-Section Curve und dann einfach wieder bestätigen. Sieht nicht mehr ganz so mächtig aus. Okay, wir haben hier noch die Kurve drin. Lassen wir erstmal drin liegen. Was wir als nächstes machen möchten, ist uns so eine Art Lampenschirm oder Leuchtkörper da vorne ran zu basteln. Dazu zeichnen wir uns einmal wieder einen Kreis. 4 cm sieht ganz gut aus. Hüpfen einmal wieder in die Front View und kopieren den dann einmal nach oben einfach, vielleicht 5 cm und mit Enter bestätigen. Jetzt haben wir den hier liegen und je nachdem, wie unser Lampenschirm aussehen soll, skalieren wir den da unten nochmal, fangen uns dazu den Center Point, den Endpoint und machen uns eigentlich genau wie eben vielleicht einfach nochmal die Kurve oben bei 4, also auf sagen wir 3, das ist jetzt hier der Radius, dass sie insgesamt 6 cm im Durchmesser hat. Jetzt haben wir hier zwei Kurven liegen, die eine ein bisschen größer als die andere, sieht man in der Front View, glaube ich, nochmal am besten. Und was wir jetzt machen möchten, ist eine Fläche zwischen diesen zwei Kurven zu erstellen. Dazu gibt es den Loft-Befehl. Dazu wählen wir hier die beiden Kurven aus, die wir loften möchten. Enter when done. Hier muss man ab und zu nochmal darauf achten, dass die Pfeile auch wirklich in die gleiche Richtung zeigen. Wenn es zum Beispiel so aussieht, kann man hier einfach, wenn man da ein bisschen drüber hovert, den anderen Punkt auswählen. Sonst gibt es manchmal komische Formen, weil die Kurven quasi sie in unterschiedliche Richtungen schauen. Okay, ich lese gerade, dass man das extra Fenster nicht sehen kann. Stimmt, das taucht nicht auf. Ist für die Sachen, die wir jetzt machen, eigentlich auch nicht wahnsinnig wichtig. Es reicht da, wenn wir den jeweiligen Befehl einfach mit OK bestätigen. Ihr seht das dann ja, wenn ihr es nachmacht. Für den Sweep und für die Loft Options ändern wir nichts. Da bestätigen wir einfach nur die Auswahl. Und dann haben wir hier unsere geloftete Fläche liegen. Die ist jetzt, wenn man hier mal ein bisschen rumwischt, offen. Jetzt könnte man wieder den Cap-Befehl nehmen. Dann ist aber das Problem, dass wir beide Seiten geschlossen haben. Wir möchten eigentlich nur hier die Oberseite zumachen, dass da drin so ein Leuchtkörper sitzen könnte. Dazu gibt es die Möglichkeit, eine Planar Surface zu erstellen. Kann ich hier oben eintippen. Die findet ihr aber auch, wenn ihr hier lange auf dieses blaue Viereck, Surface from 3 or 4 Corner Points, drückt, mit der linken Maustaste gerückt halten, Surface from Planar Curves. Das einmal auswählen. Dann können wir hier einfach unsere Curve auswählen, die wir vorher gezeichnet hatten, und bestätigen.
Dann baut er uns daraus quasi aus der Kurve eine planare Fläche. Okay, damit wir damit vernünftig weiterarbeiten können, wir sehen hier, wenn wir die zwei Sachen auswählen, Varies, das sind verschiedene Surfaces, beide leider geöffnet. Wir wollen das einmal zusammenjoinen, um eine Open Poly Surface zu erstellen. Okay, jetzt haben wir hier unsere, ich drehe den mal, ein praktischer Weg, Sachen schnell zu drehen oder zu verschieben, ist hier unten der Gumball. Den einmal ausgewählt, dann seht ihr, habt ihr hier so ein bisschen was dran hängen. Das kann man nutzen, um Sachen zu verschieben. Jetzt hat er leider die Alt-Taste gedrückt. Sachen einfach zu verschieben, wenn man es jetzt nicht genau haben muss. Oder auch um Sachen zu rotieren. Ich drehe das jetzt einfach einmal an dieser grünen Achse hier, habe Auto noch eingeschaltet. Die Kurven, die ich hier noch liegen habe, kann ich mal löschen. Und dann habe ich hier diesen Eimer stehen. Wir wollen den jetzt auch wieder eine Stärke geben. Dazu, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, nehmen wir den Offset Surface Befehl. Auch hier müssen wir wieder festlegen, in welche Richtung wir flippen wollen. Das geht hier hinten, Flip All. Wir möchten jetzt einmal zur Innenseite offsetten. Distance 0,2, ja, warum nicht? Bestätigen wir einmal mit Enter und dann haben wir hier ein Closed Solid Poly Surface. Das heißt, wir haben jetzt einmal unser Poly Surface geschlossen und können das jetzt hier oben dran ausrichten. Dazu gibt es ein paar Möglichkeiten. Wir können zum einen, ich drehe es einfach mal wieder mit dem Gumball. Ich schalte den jetzt aber mal wieder aus, ist vielleicht ein bisschen zu unübersichtlich. Wir können zum Beispiel mit dem Move-Befehl, indem wir uns hier den Center fangen, hoch, nicht den Midpoint, den Center, einmal oben den Center fangen. Ihr seht schon, hier liegen jetzt so zwei Flächen übereinander. Das macht es ein bisschen komplizierter, deswegen wählen wir uns hier an der Seite den oberen aus, schalten die Snaps einmal wieder ein. Auto am besten auch einmal aus und dann können wir das hier an den Endpoint der der Kurve schieben. Okay, jetzt ihr seht, das ist nicht wirklich sauber. Wir könnten jetzt das Ding zum Beispiel mit dem Gumball hochschieben und wieder splitten. Was ich aber machen möchte, ist den Rotieren-Befehl anwenden, damit wir jetzt nicht wieder in die Front View hüpfen müssen, um da zu rotieren und dann wieder in die Perspective. Nehmen wir diesmal nicht den normalen Rotate-Befehl, sondern den Rotate 3D-Befehl. Select Objects to Rotate, das ist unser Lampenschirm hier. Enter when done. Wir wählen als Start der Rotationsachse wieder unseren Center Point aus. Es wird immer komplizierter, hier was zu fangen, aber da ist er. Dann einmal hier den Midpoint. Das ist quasi unsere Achse, die wir gerade aufgezeichnet haben. Wir möchten entlang dieser Achse hier rotieren. Und jetzt habe ich hier, wie vorhin auch beim Rotierbefehl, das dranhängen. Wähle dann einfach unseren Endpoint aus. Und Hilfe, richte den mit der Intersection an unserer Pipe aus. Und dann haben wir hier so eine kleine Lampe gebaut. Wir können das Ganze jetzt zum Beispiel gruppieren, einfach mit dem Group-Befehl. Dann liegt das Ganze hier zusammen. Ich kann das Ganze einfach verschieben. Mit dem Gumball ganz praktisch, wenn wir was duplizieren wollen, kann ich zum Beispiel hier das rausziehen und drücke die Alt-Taste. Dann dupliziert er mir das oder kopiert mir das einfach. Wenn wir die Gruppe wieder auflösen möchten, einfach an Group eintippen. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Schirm hier dran auszurichten. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter jetzt, wobei vielleicht auch einfacher. Schauen wir mal.
Wir nehmen den Orient-Befehl. Also wir richten eine Sache oder orientieren eine Sache, ein Objekt an einem anderen. Und dazu brauchen wir Referenzpunkte. Erster Referenzpunkt ist wieder unser Center. Das ist der obere hier. Und unser zweiter Referenzpunkt ist dann, nehmen wir mal den Midpoint hier hinten. Das sind unsere zwei Referenzpunkte an dem Objekt, was wir orientieren möchten. Und dem müssen wir jetzt Referenzpunkte geben an dem Objekt, an dem wir es orientieren möchten. Also hier den Endpoint und dann seht ihr schon, hängt hier mein Lampenschirm dran. Wir nehmen vielleicht einmal nicht den Midpoint, sondern den Endpoint hier. Center, Endpoint. Und dann richten wir es so aus. Jetzt muss ich nur noch den Midpoint da oben fangen. Oder einfach den Nearpoint, okay. Und dann habe ich auch hier wieder den Lampenschirm an meinem Guide hier angebracht. Ist manchmal ein bisschen Fummelei, wie man gerade gesehen hat, gerade an so einer Ellipse. Muss man einfach mal ausprobieren, was da besser funktioniert. Ich gruppiere das einmal wieder, gehe zurück auf meine Layer, schalte den Tisch ein und move die Lampe einmal da drauf. Stelle jetzt einfach, ich richte die einfach mal an irgendeiner Kante aus und nehme dann den Gumball und verschiebe sie in XY. Kann die hier noch irgendwie Autos aus. Bisschen drehen, bisschen anrichten. Dann habe ich da eine Lampe stehen. Die ist jetzt im Verhältnis zum Tisch recht klein. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den dritten Scale-Befehl. Wählen uns dann Basepoint aus. Am besten auch wieder unseren Center. Dazu schalte ich mal nur den Center ein. Und dieses Mal wählen wir einfach einen Wert, um den wir das skalieren möchten. 1,2 vielleicht. Einfach ein bisschen größer, das sieht ein bisschen besser aus. Das passt erstmal soweit. So. Okay, ich habe gerade noch eine Möglichkeit vergessen, wie wir diesen Lampenschirm hätten erstellen können. Zeige ich nochmal kurz. Dazu gehen wir nochmal in die Front View und zeichnen hier eine Control Point Curve. Der Unterschied zwischen der Control Point Curve ist, dass die quasi hier zwischen diesen Control Points gezeichnet wird, nicht wie die Polyline, die einfach stumpf den Punkten folgt. Oder auch die Curve Through Points kann ich hier mit Rechtsklick auswählen. Die geht dann wirklich genau durch die Punkte und interpoliert dazwischen. Alles gerade noch nicht so wichtig. Wir wählen einfach mal die Control Point Curve aus, wählen als Startpunkt 0, 0, 0, und zeichnen uns dann hier vielleicht sowas, dass wir das hier einmal so eine Form haben, die so quasi unseren halben Lampenschirm oder so den halben Schnitt durch den Lampenschirm darstellt. Wir hüpfen wieder in unsere Perspektive und dann nutzen wir einmal den Revolve-Befehl. Dazu wählen wir unsere Kurve aus, wählen wieder eine Achse, am besten wieder alle Snaps einschalten, wählen uns den Endpunkt aus und können dann einfach unsere Achse festlegen. Auto auch wieder ein. Und hoch. Machen wir am besten doch nochmal in der Front View. Nochmal den Revolve-Befehl. Wählen unsere Achse, die geht hier lang. Und dann können wir in die Perspektive hüpfen. 0. Und dann kann man hier quasi einmal rumrotieren. Oder einfach 360 eingeben. Mit Enter bestätigen und dann hat man hier direkt auch so eine geschlossene Fläche. Die könnten wir jetzt auch einfach wieder offsetten. Wir flippen die Direction und dann haben wir hier wieder einen soliden Körper. Könnt ihn auch wieder an unserem Guide von der Lampe orientieren und haben noch ein bisschen eine andere Form. Damit könnt ihr ja später gerne mal rumprobieren. Okay.
Also Lampe und Tisch sind soweit fertig. Wir möchten jetzt noch mal ein bisschen was mit etwas freieren Flächen machen. Wir haben ja bisher eigentlich nur mit recht einfachen Flächen gearbeitet. Dazu legen wir uns mal wieder ein neues Layer an, beziehungsweise wir benennen einfach mal ein Layer um. Das ist in diesem Fall eine Vase, die wir machen. Das wählen wir als aktives Layer aus. Die anderen beiden können wir wieder ausblenden. Und die Vase, die wir jetzt einmal nachbauen, kennt wahrscheinlich auch wieder jeder, soll so ein bisschen an die Alvar Aalto-Vase erinnern. Soll jetzt nicht eins zu eins so aussehen, aber es geht einfach darum, eine freiere Form zu erstellen. Dazu nutzen wir jetzt einmal die Control Point Curve und zeichnen uns Ortho wieder aus am besten. Wirklich einfach hier eine Form. Ich klicke einmal wild irgendwie ein bisschen hin, dass ein bisschen was Spannendes entsteht. Und schließe die dann. Ich habe meine Control Points ja immer noch an. Wie gesagt, wenn ihr die nicht habt, F10 drücken oder hier Show Curve Split Points. Quatsch, nicht der, sondern der rechts daneben ist das. Show Object Control Points. Und dann habe ich hier meine Punkte liegen und kann die auch jeweils, wenn ich den Gumball anhabe, Gumball da unten, einfach auswählen und so ein bisschen zurechtschieben, dass mir die Form ein bisschen besser gefällt. Ich kann auch welche löschen, indem ich einfach einen Punkt wähle und entfernen drücke. Dann habe ich ein bisschen weniger Zugriff da jeweils. Mache ich mal kurz rückgängig. Wie gesagt, die Form ist jetzt erstmal nicht wahnsinnig wichtig. So, dann habe ich hier meine Kurve liegen. Und damit wir wieder eine Fläche draus machen, machen wir es wie vorhin auch beim Lampenschirm, als wir den Loft gemacht haben. Dazu kopiere ich mir die einfach wieder einmal nach oben, Ortho am besten wieder an und sage 15 cm. Oh, dann merke ich, dass ich die Kurve, die ich gezeichnet habe, ganz schön klein ist. Wähle die beiden aus. Wenn ihr mal bestimmte Zooms machen möchtet, ich benutze den zum Beispiel ganz gerne, wenn ich jetzt hier irgendwo bin, wähle ich eine Fläche aus und kann zum Beispiel Zoom Selected sagen. Dazu tippe ich einfach ZS ein und dann zoomt er mir hier auf mein ausgewähltes Objekt. Gibt auch ZE, Zoom Extends, dann wählt er auf alles, was quasi im aktuellen Viewport gezeigt wird. Ist manchmal ganz praktisch, wenn man nicht eine halbe Stunde von A nach B scrollen möchte. Okay. So, dann möchte ich die Kurven noch mal ein bisschen größer haben. Wir haben ja hier unseren Tisch als Referenz. Ja, das wäre wirklich ein bisschen klein. Ich wähle beide Kurven aus. Ich skaliere die. Ich fange einfach mal einen Punkt hier grob in der Mitte. Das muss jetzt bei der Freiform nicht so super genau sein. Und wähle mal 1,3. Fange mir die Kurve hier oben und kann die mit dem Gumball dann auch noch ein bisschen runterschieben, da mir die Höhe jetzt noch nicht so gut gefällt. Sagen wir sowas. Okay. Wenn wir die Flächen jetzt loften, einfach mal mit dem Loft. Da kommt nicht so richtig das raus, was wir uns erhofft haben, einfach weil es zwischen den Kurven keine Verschiebung gibt. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die Kurve oben schon mal ein bisschen rotieren. Könnte wie gesagt auch einfach Rotate eintippen. Und dann kann ich bei der Kurve oben auch die Control Points ein bisschen anpassen, dass vielleicht zwischen den einzelnen Kurven eine etwas spannendere Fläche mit ein paar Verschneidung, Verschiebung, sowas entsteht. Ich passe die hier wirklich nur mal ein kleines bisschen an. Die Seite hier ist vielleicht noch ein bisschen langweilig. Schieben wir auch einfach mal ein bisschen weiter in die Mitte und hoffen, dass wir jetzt nichts zu Verrücktes erstellt haben. Genau, wir haben die Pulley Curve jetzt angepasst. Wählen wieder beide aus und geben unseren Loftbefehl ein. Wie gesagt, hier wieder darauf achten, dass die Pfeile in eine Richtung zeigen.
Jetzt leider wieder das extra Fenster, was man nicht sehen kann. Aber auch hier bestätigen wir einfach mit: Okay, wir ändern da nichts. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen um diese Vase rumfahren, lustiger Befehl, braucht eigentlich kein Mensch, aber sieht ganz lustig aus. Hier der Turntable, schön auf 95 gestellt, das nicht unbedingt. Kann man sich einfahren, fährt hier um das Objekt rum. Vielleicht interessant für irgendwas, ich wüsste jetzt nicht wofür. Aber dafür, da sehen wir mal so ein bisschen die Kurve. Ich finde es immer noch nicht so wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Deswegen machen wir nochmal was anderes. Wir fangen uns nur die obere Kurve. Und skalieren die vielleicht einfach nochmal um Punkt 1,1. Loften nochmal. Verschieben die noch ein bisschen nach da. Nochmal loften. Ja, jetzt sieht das schon ein wenig besser aus. Skalieren vielleicht die untere nochmal um 0,9, dass da wirklich ein bisschen Unterschied zwischen den Kurven ist und auch eine spannende Fläche entsteht. Nochmal den Loftbefehl. Okay, jetzt haben wir hier quasi unser offenes Pulley-Surface liegen. Müssen wieder die untere Seite schließen. Dazu können wir einfach wieder den Planar-Surface-Befehl auswählen, wählen hier unten die Kurve aus und schließen das. Wenn ihr mal einen Surface haben solltet und die Kurve hier ist nicht da, ich lösche die einmal und ihr braucht aber diese Kante der Fläche, gibt es einen Befehl, da Border, Duplicate Border. Da könnt ihr einfach einen Surface auswählen, press Enter when done und er fängt euch quasi diese Borders, diese Kurven raus. Kann manchmal ganz praktisch sein. Die oben brauchen wir jetzt nicht unbedingt, die können wir wieder rauslöschen. Aber aus der unteren erstellen wir dann wieder einen Planar Surface. Jetzt löschen wir die Kurve auch wieder und haben hier diese zwei Flächen liegen. Damit es noch ein bisschen spannender wird, dass es nicht einfach wieder die gleiche Geschichte ist wie der Lampenschirm, ein bisschen schicker wird, können wir noch einen anderen Befehl mal anwenden. Das ist der Fillet Surface Befehl. Den haben wir ja eben schon bei der Kurve für die Lampe benutzt. Auch hier können wir wieder einen Radius festlegen. 1 Zentimeter. Probieren wir einfach mal aus. Wählen uns die erste Fläche aus. Wählen uns die zweite Fläche aus. Und dann wird es ein bisschen komisch. Wir machen den Fillet Surface vielleicht mal ein bisschen kleiner, den Radius. Wählen nochmal beide aus. Okay. Und dann nutzen wir einfach wieder den Split-Befehl. Den Split-Befehl. Wählen unser erstes Objekt aus. Enter. Wählen das zweite Objekt aus. Können das hier dann rausschneiden. Und nutzen einfach nochmal den Planar Surface, um hier unten wieder eine Fläche zu erstellen. Jetzt haben wir hier eigentlich eine ganz schöne Vase erstellt und ein bisschen abgerundet. Und jetzt nutzen wir auch einfach wieder den Offset Surface Befehl zur Innenseite. Vielleicht nur 1 Millimeter dick, wobei es ein bisschen weniger, machen wir 2 Millimeter. Bestätigen mit Enter. Es dauert jetzt schon ein bisschen länger, weil die Form ein bisschen komplexer ist. Und dann haben wir auch hier wieder eine geschlossene Fläche erstellt. Ich mache es nochmal kurz rückgängig. Wenn wir den Offset Surface Befehl nutzen und hier Solid Yes ausstellen. Wir hatten das ja vorhin schon mal mit dem Cap Befehl. Ich möchte euch nochmal kurz einen anderen Befehl zeigen. Da können wir den Sweep 2 Befehl auswählen. Wir haben ja vorhin mit dem Sweep anhand eines Rails eine Ellipse extrudiert. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir nehmen jeweils die Border mit der Border von dem Surface, legen dazwischen einen Querschnitt und legen diesen Querschnitt quasi einmal hier oben entlang, um die Fläche zu schließen. Dazu zeichne ich hier einmal einfach dazwischen
Man sieht es nicht so gut. Eine Linie. Wähle mit Dub Border die beiden Surfaces aus, um oben die Kurven rauszukriegen. Habe die beiden Kurven dann auch direkt ausgewählt und kann in den Sweep 2 Befehl gehen. Wähle nur noch die Cross-Section dazwischen aus, drücke Enter, kommt wieder ein extra Fenster. In dem ändern wir eigentlich auch nichts. Wichtig ist da vielleicht noch, dass Closed Sweep eingestellt ist, aber das ist standardmäßig der Fall. Drücken da einfach OK. Und dann seht ihr, haben wir hier wieder diese Fläche dazwischen liegen. Jetzt können wir auch einfach die anderen beiden Surfaces auswählen und zusammen join. Und dann haben wir hier ein Closed Solid Poly Surface wieder. Kleiner Ausblick vielleicht schon mal auf den Renderer, den Marius noch zeigen wird. Man kann hier Materialien einstellen, da gibt es auch ganz viele Default-Materialien. Könnten wir jetzt zum Beispiel ein Glas drauflegen und können hier zum Beispiel auch die Rendered-Vorschau einstellen. Und okay, man sieht es jetzt sehr schlecht, aber dann wäre der Körper auch durchsichtig. Zeigt Marius, wie gesagt, morgen noch mal ein bisschen mehr zu. Wir haben hier irgendwo noch diese Kurve drin rumfliegen. Da können wir mal rauslöschen, einfach um es ein bisschen ordentlicher zu halten. Okay, wir wählen uns dann auch hier einfach wieder irgendeinen Punkt aus. Da ist zum Beispiel praktisch den Project Snap anzuschalten. Das heißt, ich kann hier irgendeinen Punkt fangen und er projiziert den automatisch auf den Boden. Ganz praktisch, wenn wir die Vase jetzt auf unseren Tisch stellen wollen. Project wieder aus. Wir fangen uns hier irgendeine Ecke und dann schieben wir die hier wieder auf den Tisch. Das muss, wie gesagt, alles nicht so präzise sein, sonst würden wir das ein bisschen anders machen. Lampe können wir auch wieder einschalten. Okay, der Tisch füllt sich so langsam ein bisschen. Eine Sache möchte ich noch machen, um euch ein paar grundlegende Befehle zu zeigen. Und zwar wollen wir einfach so eine kleine Box bauen. Ich schalte die anderen Layer einmal aus. Layer 4, der grüne, wird einmal in Box umbenannt. Okay, Box an sich recht simpel, gibt es einen Befehl für. Hier links unter den Surfaces. Einmal auswählen, First Corner of Base. Tippen wir einfach mal, klicken wir drauf. Dann können wir entweder eine andere einfach auswählen oder wir tippen jetzt mal 10 cm. Breite auch 10 cm und Höhe von mir aus auch 10 cm. Dann haben wir hier so eine Box stehen. Ich habe bei mir zu Hause so ein Ding aus Aluminium mit so vielen Streben rumstehen. Die bauen wir jetzt einfach mal nach. Und zwar können wir dazu den Contour-Befehl verwenden. Oben einfach eingetippt. Wir nehmen einen Base Point, einfach mal hier in der Ecke, legen dann unsere Richtung fest. So, legen dann unsere Richtung fest. Das wäre jetzt in dem Fall hier einfach einmal nach oben. Geben die Distance zwischen den einzelnen Konturen an. Ein Zentimeter hört sich gut an. Und dann seht ihr, erstellt er hier quasi diese Umrisse der Box. Die Box können wir einmal rauslöschen. Und dann haben wir hier unsere Metallstreben liegen. Ich zeichne einfach jetzt mal fix per Hand hier in die Ecken jeweils eine Line rein. Aufpassen, dass man sich die richtigen Kanten fängt, damit das Ganze auch zusammenhält. Einmal umgedreht, Endpoint zu Endpoint. Okay. Was uns noch fehlt, ist ein Boden. Klar, wir könnten jetzt einfach wieder Planar Surface und haben hier unseren Boden. Ich möchte euch aber noch den Array-Befehl zeigen. Wir zeichnen nochmal kurz hier eine Linie rein, weil wir die Kontur ja nur als zusammenhängende Linie haben, können aber auch einfach zum Beispiel mal die Linie explodieren. Das heißt, die Linie besteht ja eigentlich aus vier Elementen, die zusammen gejoint sind. Wenn wir die exploden, wird die quasi wieder in die Bestandteile aufgelöst. Jetzt habe ich hier diese eine Linie und möchte ein Array machen.
Einmal kurz orientieren. Wir haben hier unten immer unser Koordinatenkreuz, das mir anzeigt, welche Richtung welche ist. Das ist jetzt wichtig, da hier oben abgefragt wird, okay, Number in X Direction, sagen wir einfach mal 10. Number in Y Direction bleibt bei dem einen und in Z Direction bleibt es auch bei dem einen. So, und dann kann ich die hier entweder aufziehen oder ich tippe einfach 1 ein. Ich weiß ja, dass wir oben den Abstand als 1 festgelegt haben. Das passiert mir immer bei dem Array-Befehl. 10, 1, 1. Dann zieht man es auf, dann bestätigt man und dann klickt man nochmal in die Richtung, in die es soll. So, und Enter. Dann haben wir hier unseren Array am Boden liegen. Ich messe nochmal kurz nach. Ich glaube, es hätten 9 sein müssen und nicht 10. Nee, ist 1 cm. Das passt. Okay, jetzt haben wir hier unsere ganzen Boxen, unsere ganzen Streben. Wir joinen einmal, dass da so viele geschlossene Kurven sind wie möglich. Und dann nutzen wir einfach wieder den Pipe-Befehl. Diameter machen wir einfach mal 1,5 mm. Das soll ja dünn und fein sein. Und dann seht ihr schon, wird hier unsere Box erstellt. Die Ecken sind nicht ganz sauber. Das würden wir vielleicht noch mal anders handhaben, wenn wir da ein bisschen präziser rangehen wollen. Ist für uns jetzt aber erstmal völlig ausreichend. Auch hier wieder gruppieren. Ich fange mir hier, man sieht es ein bisschen schlecht, auf der Kante den Endpoint und schiebe auch die Box wieder auf unseren Tisch. Kommt da auch mit drauf. Wunderbar. Fehlt nur noch der Laptop. Den modellieren wir jetzt nicht. Den könnt ihr euch als 3D-Modell runterladen. So, jetzt habe ich hier ein paar coole Objekte erstellt. Ich schalte einmal wieder in meine Perspective. ZE, Zoom, Extends. Das einmal kurz überall. Und möchte jetzt zum Beispiel hier draußen eine einigermaßen nette Zeichnung erstellen. Ich kann nochmal in die Perspektive gehen. Hier gibt es, achso, falls das oben bei euch anders aussieht, ich bin da gerade nicht im Fenster Standard, sondern Display ist das, glaube ich. Das ist eigentlich, ach Quatsch, Set View ist das, okay, Set View ist das. Der ist eigentlich hier oben in dem Reiter, den habe ich mir rausgezogen, weil ich ihn recht häufig brauche. Kann man hier einfach rausziehen und irgendwo platzieren, wo man möchte. Und daneben habe ich mir auch nochmal diese Isometrie-Ansichten rausgezogen, weil ich die auch recht häufig brauche. Also wenn ihr die nicht findet, oben hier einmal durchschalten, C-Planes Display, irgendwo ist da der Reiter Set View. Okay, ich gehe also zu meiner Perspektive, mache die einmal wieder klein. Und wähle mir dann zum Beispiel eine isometrische Ansicht aus. Kann aber auch, da muss man dann einmal wieder hier auf Perspektive zurückschalten, einfach eine Perspektive nehmen. Der Tisch steht dann da so oder 2-Punkt-Perspektive. Kann man sich einstellen, wie man möchte. Es gibt da noch einen ganz praktischen Befehl für, der heißt Named Views. Da kann man sich quasi verschiedene Ansichten speichern, um später wieder darauf zuzugreifen, auch wenn man irgendwie Objekte geändert, verschoben hat. Die Kamera ist, ja, es ist eigentlich wie eine Kamera, die man setzt, genau. Dazu gehe ich einmal auf Named View. Dann öffnet sich hier das Fenster. Vielleicht habt ihr das hier auch schon in der rechten Leiste. Ich lasse es hier mal in der Mitte, damit das nichts verdeckt an den Seiten, weil ich kann es eigentlich auch daneben tun. Und ja, no name views have been saved. Klar, wir haben noch nichts erstellt. Wir gehen einmal in unsere Ansicht. Die heißt jetzt parallel. Das können wir ändern, indem wir hier einfach wieder Perspective View auswählen. Dann ist das auch auf jeden Fall eine Perspektive, auch wenn es eben nur am Namen lag. Wählen uns eine Ansicht, wie es uns fällt. Ich finde das so okay, vielleicht noch ein bisschen näher ran, dass man ein bisschen mehr vom Tisch sieht. Hier ist er wieder hin und her gesprungen, ZE. Und dann kann ich hier mit
Save as einfach eine View erstellen und speichern. Die nenne ich jetzt einfach mal Tisch, komplett speichere die und dann kann ich hier verschieben, wie ich will. Wenn ich Doppelklick auf die Named View mache, springt er mir wieder in die jeweilige Perspektive zurück. Okay, so, wenn wir das Ganze jetzt als Zeichnung rausziehen wollen, können wir das folgendermaßen machen. Es gibt einen wirklich coolen Befehl, mit dem man schnell schicke Zeichnungen rauskriegt. Das ist der Make2D-Befehl. Dazu gebe ich einfach Make2D, also einfach 2D quasi draus machen ein. Wähle mir die Objekte aus, die ich zeichnen möchte. Dazu wähle ich einfach hier den Tisch und alles mit aus. Ihr seht schon, der wird dann natürlich auch in allen Perspektiven bzw. in allen Ansichten ausgewählt. Ich drücke Enter, bestätige das und ich fürchte, jetzt sieht man mein Extrafenster wieder nicht. Ich muss mal schauen. Nein, okay. Dann öffnet sich wie gesagt ein Fenster. Und man kann verschiedene Sachen auswählen. Man kann quasi auswählen, für welche Viewports diese Zeichnung erstellt werden soll. Standardmäßig steht das, glaube ich, auf Third Angle Projection, sodass quasi alle Viewports, die wir offen haben, auch gezeigt werden. Man kann weiterhin auswählen, ob man Hidden Lines, also versteckte Linien, an- oder ausschalten möchte. Ich stelle das mal an. Wir sehen das dann auch gleich im Output. Unten kann man noch einen Layer-Namen erzeugen. Wir nennen das einfach mal einfach Make2D-Tisch. Output wird auch kopiert, ist okay. Ist erstmal ein bisschen angenehmer zum Verschieben. Dann lädt es kurz und dann sieht man auch hier rechts oben schon, dass neues Layer mit verschiedenen Kurven erstellt wurde. Jetzt habe ich hier die Zeichnung auch liegen. Ich springe einmal links oben in die Top View. Und zoome ein bisschen raus, verschiebe das ein bisschen. Und dann sieht man hier schon, habe ich hier meine Zeichnung liegen. Hier sieht man es wahrscheinlich am besten. Alle Linien, die hin sind, werden hier so gestrichelt dargestellt. Ist manchmal vermutlich ganz praktisch. Manchmal stört es vielleicht auch eher, muss man dann jeweils entscheiden. Wir lassen es jetzt einfach mal an. Was man auch noch gut machen kann, wenn man das jetzt irgendwie für eine Korrektur noch mit ein paar Dimensionen versehen will, der Befehl dim, Dimensions quasi. Ich zeichne hier einmal mit auf den Make2D-Layer einfach und kann dann hier einfach verschiedene Punkte festlegen. Smart Track einmal ein. So. Und dann fängt er mir hier quasi die Dimension. Schreibt mir dran, wie hoch der Tisch ist. Könnte ich jetzt noch ergänzen mit der Breite. Übrigens, für diese Hilfslinien habe ich hier Smart Track gerade wieder eingeschaltet. Ihr seht, wenn das aus ist, der fängt mir nichts, der zeigt nur an, was ich auswähle. Wenn ich den Smart Track einschalte, fängt er hier diese Punkte. Ich kann dann anhand der Linie runterziehen, wähle mir hier den nächsten aus. Jetzt funktioniert es natürlich nicht. Wähle mir hier den zweiten Punkt aus und wenn ich jetzt hier die Dimension erstellt habe, kann ich zum Beispiel auch die Führungslinien hier, die Linien anpassen. Und kann darüber die Dimension, das Aussehen noch ein bisschen bearbeiten. Gleichermaßen kann ich über die Properties rangehen. Ah, jetzt hat das.
Über die Properties einfach das Fenster neben dem Layer-Fenster. Und da kann ich dann auch zum Beispiel die Höhe nochmal anpassen, die Schriftarten anpassen, und alles Mögliche ändern, nochmal was Eigenes eingeben. Ja, arbeite ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Wenn wir das Ganze jetzt exportieren wollen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich wähle hier einfach einmal alles aus. Oder ich wähle hier rechts über das Layer einfach Select Objects aus. Ah, da wähle ich alle Unterobjekte aus. Okay, ich wähle es einfach so aus. Und dann kann ich es exportieren. Je nachdem, wie ihr damit jetzt weiterarbeiten möchtet, wenn ihr es noch in irgendeiner CAD-Software, Archicad oder Allplan oder sonst wie weiter bearbeiten möchtet, könnt ihr es zum Beispiel als DWG speichern oder DXF. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das als Illustrator-Datei zu speichern, also als AI-Datei. Ich nenne es jetzt einfach mal Beispiel Tisch. Okay. Und was man dann auch ganz praktisch machen kann, ist, wenn ich zurück in alle Views gehe, Dimensions lösche ich einmal wieder raus. Okay. Zoom Extend, dass hier wieder alles wie vorher ist. Hüpfe hier wieder in die Named View rein. Dann kann ich auch zum Beispiel einen Befehl nehmen, der heißt View Capture to File oder to Clipboard. File erzeugt ihr eine eigene Datei, Clipboard speichert ihr euch nur in der Zwischenablage. Wähle ich einmal aus und dann seht ihr hier schon, ich habe, ihr seht es wieder nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Fenster, in dem ich quasi bestimmen kann, wie groß mein Screenshot, was anderes ist es nämlich eigentlich nicht, ich mache einen Screenshot und speichere den als Bild zwischen, wie groß der sein soll. Ich kann den Hintergrund ausschalten, ich kann den Aspect Ratio anpassen, ob der, wie der Viewport ist oder ob der, weiß ich nicht, 1920 mal 1080 für irgendein Beamer ist oder solche Geschichten. Und das hilft, um schnell eine nette Zeichnung zu erzeugen, indem ich da dieses Bild speichere und dann kann ich das in Illustrator einfach unter meine Zeichnung, unter meine Make-to-D-Zeichnung legen. Dann habe ich schnell eine recht schicke Zeichnung erstellt. Vor allem da ist dann praktisch unseren DMA-Style zu nutzen. Ich glaube, meiner ist schon gar nicht mehr der richtige, der ist ein bisschen bearbeitet. Ich probiere einmal euch zu zeigen, wie man den einfügt, aber ich fürchte auch, das Fenster wird man wieder nicht sehen. Sieht man nicht. Okay. Vielleicht schreiben wir nochmal kurz den Weg auf, wie ihr da hinkommt, aber eigentlich ist es recht einfach. Ihr seht hier, wenn man den Reiter ausfährt, gibt es unten die Display Options. Da öffnet sich dann ein Fenster mit den verschiedenen Views, wenn man da auf Display Modes geht. Ich lösche einmal meinen alten DMA-Style. Kann man importieren. Und da öffnet sich dann einfach der Explorer und ihr wählt euch den jeweiligen Style aus und dann habt ihr den da importiert. Einfach mit OK bestätigen. Lassen wir euch nochmal auf anderen Wegen zukommen. Ach, den zeigt er nicht an, weil das Glasmaterial drauf ist. Alles klar. Okay, das könnte man dann, wie gesagt, es gibt hier verschiedene Modi, um das anzuzeigen. Ich nutze eigentlich nur den Wireframe Shaded, mal den Rendered oder den vom DMA. Gibt hier verschiedene Sachen, die man vielleicht für Screenshots mal fix benutzen könnte. Oder auch ganz wilde Sachen. Wir bleiben im Shaded-Modus.
und sind mit unserem Tisch soweit, soweit fertig. Wie gesagt, als kleine Aufgabe für euch wäre es dann so, dass ihr den einmal nachmodellieren könnt, das mit den Lampen ein bisschen probieren könnt, solche Boxen und solche Freiformen auch nochmal nachmodellieren könnt. Ich werde auch einmal noch kurz zwei Sachen in den Chat kopieren. Die könnt ihr vielleicht auch nochmal googeln und einigermaßen leicht nachbauen mit den Methoden, die wir jetzt gerade gezeigt haben. Okay, soweit zum Tisch. Wir haben quasi einfache Befehle, einfache Geometrie erstellt, auch ein paar Freiformen erstellt, wissen jetzt, wie man das vernünftig exportieren kann, um dann in beliebiger Software damit auch weiterzuarbeiten. Ihr könnt es natürlich auch als alle möglichen Datenformate speichern und andere Software weiter benutzen. Was das angeht, ist Rhino wirklich super und ziemlich kompatibel. Ich starte jetzt noch mal ein neues Projekt. Das hier könnt ihr gerne speichern, könnt dazu natürlich auch einfach wieder Save As eingeben. Ich nenne es jetzt einfach mal Test Tisch. Okay, dann ist das gespeichert und ich starte nochmal ein neues Projekt. Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr dann wieder wie am Anfang auch Large Objects und Small Objects sehen könnt. Diesmal nehmen wir Small Objects und modellieren in Millimetern. So. Und was wir jetzt machen wollen, ist nochmal ein kleines Beispiel, um euch die Boolean-Operationen, die Booleans zu zeigen und vielleicht auch noch ein bisschen Ausblick zu geben, für was man Rhino noch gut benutzen kann, zum Beispiel für das Erstellen von Objekten, die 3D gedruckt werden sollen. Okay. Dazu modellieren wir jetzt einfach einmal eine Schraube. Ich nehme die hier einmal wieder weg. Layer brauchen wir jetzt erstmal nicht großartig anzulegen. Wir starten einfach mal mit dem Schraubenkopf. Dazu einfach wieder einen Kreis zeichnen. Ich gehe wieder einfach vom Nullpunkt aus, damit ich mich da gut orientieren kann. Wie groß ist so ein Schraubenkopf? Viel größer, kleiner als 5 mm wird er nicht sein. Kommt jetzt auch nicht so wahnsinnig auf die Dimensionen an. Okay, wir machen es eigentlich wie bei dem Lampenfuß vorhin und extrudieren uns diesen Körper einmal wieder. 1 mm reicht da einfach. Ich wähle wieder den Shaded-Modus aus, um hier ein bisschen besser zu sehen. Jetzt nutzen wir nochmal einen Befehl, den wir vorhin bereits hatten, den Revolve-Befehl. Und dazu machen wir uns erstmal eine kleine Hilfskonstruktion. Wir fangen hier in der Mitte den Center Point. Ich springe einmal wieder in die Frontview, damit ich da ein bisschen besser nach oben zeichnen kann. Und wähle auch wieder einfach 1 mm aus, bestätige mit Enter. Das hat wunderbar funktioniert. Nochmal den Center. Wir machen es mal auf eine andere Art und Weise. Bevor ich den Centerpunkt auswähle, halte ich die Steuerung-Taste gedrückt. Ich zeige euch einfach mal, was dann passiert. Dann habe ich hier nämlich so eine weiße Linie dranhängen und kann damit quasi meinen Startpunkt, ab dem ich zeichne, verschieben. Ich tippe jetzt einfach mal 1 ein und gehe nach unten. Und wähle dann den Center Point hier aus. Hab die Linie gezeichnet. Verschiebe die einmal nach oben und habe dann hier meine Hilfslinie. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, im 3D-Fenster in Z-Richtung zu zeichnen. Wie gesagt, manchmal hilft es da mit dem. Ich mache mal alle Snaps wieder an.
Wie gesagt, die Steuerungstaste zu drücken, während ich hier den Punkt festlege, dann kann ich meinen Punkt in eine bestimmte Richtung verschieben. Ich sage zum Beispiel, okay, ich weiß, ich möchte die Linie 5, in diesem Fall Millimeter in Z-Richtung zeichnen, also tippe ich 5 ein, Enter. Dann hängt er mir hier 5 Millimeter in X-Richtung nach oben und dann ziehe ich einfach zurück zu meinem Startpunkt und dann habe ich meine Linie in Z-Richtung gezeichnet. Ansonsten seht ihr nämlich, hier ist Planer an, wird es immer ein bisschen schwierig, da die richtige Geschichte zu fangen. Deswegen mache ich es am liebsten so. Okay, auf jeden Fall haben wir hier einmal unsere Hilfslinie gezeichnet. Wofür brauchen wir die? Ich möchte wieder einen Revolve machen und zeichnen wir dazu einfach mal vom Midpoint zu unserer Hilfslinie so eine Kurve. Hilfslinie, ich lasse sie mal kurz da als Hilfe für unsere Rotationsachse. Wähle jetzt wieder den Revolve-Befehl aus. Hier startet meine Achse in Z-Richtung und dann kann ich einfach 360 bestätige, habe die Linie noch ausgewählt, lösche die direkt und habe hier dann schon mal meinen Schraubenkopf, jetzt auf dem Kopf noch, aber den schon mal erstellt. Ich verstecke, ich hide die Surface, die wir gerade erstellt haben, nochmal. Einfach Hide eingeben, dann ist die temporär ausgeblendet mit Show bzw. mit Show Selected. Können wir Sachen wieder einblenden bzw. bestimmte Objekte, die wir ausgeblendet haben, wieder einblenden. Wie gesagt, ich verstecke die nochmal und dann habe ich hier noch unsere Hilfslinie. Und was ich damit machen möchte, ich möchte die einfach nochmal skalieren, Scale 1D dazu, um die als Grundlinie für den Körper der Schraube, fürs Gewinde sozusagen, zu benutzen. Sagen wir einfach mal 10 mm. Bitte nagelt mich nicht auf den Maßen der Schraube fest, das sieht ein bisschen kurz aus. Scale 1D, sagen wir lieber mal 15. Das sieht ein bisschen besser aus. Okay, und was wir jetzt machen, ist einfach wieder einen Pipe drauflegen. Einen Pipe drauflegen. Vielleicht hätte ich mir vorher mal die Dimension von Schrauben ansehen können. Dann hätte ich jetzt nicht alles raten müssen, aber wir machen jetzt einfach mal 2 mm als Durchmesser. Das ist ganz schön dünn. Machen wir mal 2,5. Das sieht wieder dick aus. Also vielleicht doch lieber 2. Okay. Und was wir oben gemacht haben, was wir unten gemacht haben, machen wir oben auch nochmal. Ich skaliere die Kurve einfach nochmal. Center, Center. Mach die nochmal. Ist ein bisschen lang. 17 auch, 16, okay. Nutze die nochmal als Hilfslinie und mache nochmal den gleichen Revolve-Befehl, den wir unten auch schon gemacht haben. Nutze die hier wieder als meine Achse und dann 360 ist oben schon eingegeben, drücke einfach OK. Und dann haben wir hier schon nur ein bisschen was Schraubenartiges. Okay. Ich blende einmal unsere Fläche hier unten wieder ein. Ich kann auch einmal in den Wireframe, wobei. Was ich erstmal mache, ist einfach mit dem Gumball unsere Schraube rotieren, dass die jetzt auch richtig rum ist. Es war eben nur falsch rumgezeichnet, weil es ein bisschen einfacher auf dem Kopf war, weil wir dann nicht hier oben irgendwie in der Luft rumhantieren mussten. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Gewinde hier um den mit Schraubenkörper rum. Das können wir einfach mit dem Befehl Helix machen. Ich gehe am besten einmal in die Front View dazu. Helix. Und dann gebe ich den Start der Achse an. Wir fangen hier oben einmal an.
Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich mache den Smart Track einmal aus. Das ist quasi der Anfang unseres Schraubenkörpers hier. Und wir ziehen die Achse einmal bis zum Ende davon. So, und was ihr dann seht, ist, dass er hier so eine Helix drumlegt und als Referenz dafür, da, können wir den Center nehmen. Wir können hier oben auch die Number of Turns, quasi die Rotation anpassen, kann zum Beispiel 10 sagen, Pitch 2, 5. Und fangen uns hier unten wieder den Center. Dann haben wir hier quasi so ein Gewinde drauflegen. Das sieht jetzt noch ein bisschen too much aus. Vielleicht war 6 gar nicht so verkehrt. Hier unten wieder den Center fangen. Da. Und dann haben wir hier einmal so eine Helix reingelegt. Die ist schief. Vielleicht blende ich nochmal alles andere aus, was wir jetzt gerade nicht brauchen. So, das alles nochmal gehidet. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Helix, das ist unser Start der Achse bis hier unten. Und wir wollen den Endpoint nicht, sondern den Center Point hier unten. So. Ah. So, eventuell der Centerpunkt als Endpunkt unten war falsch. Wir nehmen einmal die 2 mm einfach, die wir vorhin festgelegt haben. Also nochmal von vorne ein bisschen übersichtlicher. Helix. Wir starten oben mit dem Center Point. Wir fangen uns unten den Center Point und dann geben wir als unseren Durchmesser einfach 2 mm an. Wählen eine Richtung aus und jetzt passt das auch. Okay. Mit Show einmal eben die anderen Sachen wieder angezeigt. Und mittlerweile kennt man ja ganz gut den Pipe-Befehl einmal auf die Helix gelegt. Mal schauen, 1 mm sieht tatsächlich ein bisschen dick aus. Machen wir einfach mal 0,5. Durchmesser ist auch 0,5. Das ist dann hier unten nicht so wahnsinnig sauber. Aber das ist jetzt erstmal okay. Was wir vielleicht noch machen können, ist hier Cap auf Round stellen und nicht auf Flat. Zeige ich euch einmal, was das ausmacht. Dann ist das hier unten zumindest so ein runder Abschluss, ein bisschen schöner als einfach so eine gerade Kante. Sieht auf jeden Fall einigermaßen nach einer Schraube aus. Aber worum es jetzt eigentlich geht, ist, wie wir das hier, wenn wir es jetzt 3D drucken wollen, als einen vernünftigen Körper exportieren können. Beim 3D-Druck ist es, je weniger doppelte Flächen oder solche Geschichten hier, heide das noch einmal, wo hier quasi doppelte Flächen drüber liegen wie hier, oder auch hier sich Flächen verschneiden oder auch die Helix und dieser Körper hier, wollen wir eigentlich vermeiden, weil unnötig viel Material an solchen Stellen verbraucht wird. Wir hatten ja eben schon mit dem Cap-Befehl und so ein paar Sachen, wie wir Polysurfaces als Closed Polysurface als Solid gestalten können. Und jetzt wollte ich euch nochmal verschiedene boolesche Operationen, die Booleans zeigen. Wir brauchen hier oben am besten auch noch irgendeine Art von Ansatz für den Schraubendreher. Machen jetzt einfach mal kein Kreuzschlitz oder sowas Verrücktes. Wir machen es ganz simpel und zeichnen uns einfach einmal von Endpoint zu Endpoint oder von Endpoint zu Midpoint von mir aus eine Linie und nutzen wieder den Extrude Curve Befehl.
ziehen den einfach einmal bis zum Midpoint. Wir wollen ja nicht durch den ganzen Schraubenkopf schneiden, sondern nur ein bisschen rein. Und dann haben wir hier so eine Extrusion legen. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir können jetzt den Extrude Surface Befehl nutzen. Der ist gerade schon in Both Sides. Wenn das nicht in Both Sides ist, dann klickt oben einmal Both Sides an. Solid, yes. Delete Input machen wir auch gleich. Und dann schauen wir mal, tippen wir mal 0,5 ein. Haben wir hier zwei Körper. Und was ich jetzt machen möchte, ist diese Box quasi diesem Kreis hier abziehen. Und dafür gibt es viele verschiedene Wege. Wenn wir jetzt einmal Boolean eingeben, seht ihr schon, da gibt es die Difference, Intersection, Split, Union. Ich gehe die einfach einmal durch. Boolean Difference, Select Surfaces or Polysurfaces to Subtract From. Das wäre in unserem Fall ja der Körper hier. Von dem möchten wir was abziehen. Das heißt, wir wählen den aus und bestätigen einmal mit Enter. Womit möchten wir den abziehen? Dazu wählen wir diesen Körper aus. Wir können auch festlegen, ob der Input gelöscht werden soll. Lassen wir einfach mal auf Ja. Und wenn wir Enter drücken, sehen wir, okay, genau das, was wir wollten. Wir haben hier jetzt Ansatz für den Schlitzschraubendreher. Was gibt es noch für andere Anwendungen von den Booleans? Intersection zum Beispiel. Ich wähle einmal wieder das erste aus. Soll das zweite auswählen, das hier und Enter. Erstes ausgewählt, zweites ausgewählt. Und ihr seht schon, das ist jetzt quasi das Gegenteil von dem, was eben gemacht wurde. Der Körper wird da abgezogen und hier wird er auch jeweils zugeschnitten. Also es wird quasi eine Schnittmenge zwischen den beiden Flächen gebildet. Welche haben wir noch? Den Split. Einmal ausgewählt. Das ist eigentlich wie der Split, den wir am Anfang auch gemacht haben. Wir sehen hier, wir haben wieder einmal die Fläche, die wir am Anfang auch mit der Boolean Difference erstellt haben. Wir haben hier die Fläche, die wir auch mit der Intersection ausgewählt haben. Und wir haben auch noch unseren Input vom Anfang. Das war einer zu weit. Boolean Union spricht, denke ich, für sich. Wir wählen die Flächen aus, die wir vereinigen wollen. Und dann bekommen wir hier ein Objekt raus. Und sehen wir auch in den Properties ist wieder ein Closed Poly Surface, das Solid ist. Welchen Befehl ich eigentlich ganz gerne benutze, ist der Boolean to Objects, weil der eigentlich alles, was wir gerade gemacht haben, in einem Befehl vereint. Also wir wählen uns unser eines Objekt aus, unser anderes Objekt aus. Und jetzt ist wichtig, hier oben steht, dass wir mit Klicks quasi zwischen den einzelnen Ergebnissen durchswitchen können. Und das geht mit der linken Maustaste. Wenn ich also mit links klicke, seht ihr, okay, es ändert sich was. Das hier wäre jetzt zum Beispiel unsere Boolean Intersection, die wir vorhin hatten. Das hier wäre die Boolean Difference. Das hier ist was ganz Wildes, können wir nichts mit anfangen. Und es werden einfach verschiedene Optionen gezeigt, wie man diese beiden Objekte miteinander verschneiden, ziehen und so weiter kann. Das hier ist ja das, was wir am Anfang erreichen wollten. Press Enter to Accept, machen wir einmal. Und wie gesagt, auch jetzt sehen wir hier, wir haben ein geschlossenes Polysurface, wo eben keine Flächen doppelt sind oder sich schneiden. Rechtsklick, ich rufe den Befehl einfach nochmal auf, wähle mir wieder die beiden aus, klicke einmal durch, das hier sieht gut aus, Close Solid Polysurface, auch das ist okay. Und das wiederhole ich jetzt einfach für den Rest. Hier sieht man nicht so viel, da muss man mal ein bisschen. Durchklicken, da sieht der erste eigentlich schon vernünftig aus. Schaue ich mal, ich wähle es aus und es ist zusammen. Perfekt. Gleiches dann wieder für die Flächen. Enter to accept. Und auch hier sehen wir jetzt, da sind keine doppelten Flächen, wenn ich es einmal explode. Und hier was heide, dann seht ihr, die wurden jeweils hier abgeschnitten, sodass sich da keine Flächen doppeln. Ich mache es einmal rückgängig.
kann die natürlich jetzt auch wieder alle auswählen und joinen zum Beispiel. Und muss natürlich alle hier joinen. Ach, da ist noch eine Kurve drin. Okay. Wenn irgendwo noch eine Kurve drin ist, die hatte ich jetzt gerade übersehen, Cell CRV, Select Curve, kann ich einfach einmal löschen, die brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich das dann auswähle, da haben wir es wieder, ist wieder unser Closed Solid Poly Surface. Jetzt haben wir hier unten noch diese kleine Spitze von der Schraube. Die gefällt mir vielleicht auch nicht so, könnte noch ein bisschen spitzer sein. Auch für Poly Surfaces mit F10 können wir Control Points einschalten. Ich gehe einmal wieder in die Front View, um das ein bisschen anzupassen. Wähle mir nur diesen Punkt hier aus und dann verschiebe ich den einfach noch ein bisschen nach unten. Und dann seht ihr, dass wir auch darüber unser Poly Surface modifizieren können. Wir könnten jetzt auch hier noch die Eckpunkte anfassen. Macht natürlich keinen Sinn in diesem Fall. Wir boolean two objects, die beiden einfach wieder zusammen. Manchmal muss man ein bisschen raus zum Klicken, sonst funktioniert es nicht. Das sieht so vernünftig aus. Wir bestätigen einmal Rechtsklick oder Enter. Und dann haben wir hier eine Schraube, Closed Solid Poly Surface, die ganz vernünftig aussieht. Wie wir es vielleicht noch kurz prüfen können, einfach mal um zu zeigen, mit einer Clipping Plane. Die legt hier quasi so einen Schnitt rein. Ich zeichne mir dazu einfach einmal kurz eine Box, damit ich die ein bisschen besser legen kann. Wähle den Clipping Plane Befehl aus, gehe auf drei Punkte und zeichne mir hier anhand meiner Box einfach sowas rein. Das sieht jetzt erstmal nicht so berauschend aus, die Box kann ich wieder löschen. Aber das hier ist eine Clipping Plane, was macht die? Ich kann die durch die Gegend ziehen und ihr seht, sobald ich irgendein Objekt schneide, legt die quasi einen Schnitt durch. Manchmal ganz interessant. Ähnliches kann ich mit dem Befehl Section erreichen. Wähle die hier aus, daraus möchte ich einen Schnitt erzielen. Gehe von Midpoint to Midpoint und dann seht ihr schon, liegt hier der Schnitt. Und da sehe ich auch einigermaßen, dass da nichts dazwischen ist. Ist jetzt nicht zum Überprüfen gedacht oder so, aber einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt. Okay. Auch die Schraube könnte ich jetzt natürlich wieder anzeigen lassen, wieder rendern. Kann ich auch wieder als Make2D. Diesmal erzeuge ich nur das Objekt aus dieser View. Da muss man dann in Projection nur View auswählen. Unten kann man wieder das Layer anpassen, Make2D und ich nenne Schraube. Und dann habe ich auch hier, wenn ich einmal in die Top View springe, meine Schraube wieder liegen, könnte die jetzt auch wieder von oben, von den Seiten. Ich mache es einmal kurz nochmal ohne Hidden Lines, dass es ein bisschen deutlicher ist. Könnte die aus den jeweiligen Viewports also nochmal zeigen und auch dann wieder bei Illustrator zum Beispiel mit einem Screenshot hinterlegen und habe dann eine ganz ansprechende Zeichnung. Make2D. Manchmal, ihr seht es hier, ist der nicht super präzise? Was man als Trick manchmal machen kann, ist bei Millimeter in die Unit Settings und hier bei der Toleranz noch ein, zwei Nullen einfügen, damit es ein bisschen genauer wird, weil wir jetzt ein recht kleines Objekt modelliert haben, gerade mit den ganzen Biegungen hier. Manchmal hilft das, manchmal hilft es auch, das Bild einfach ein bisschen zu verschieben. Eine Sache, die ich noch zum Modifizieren von Oberflächen von Surfaces zeigen wollte. Bei der Schraube macht es jetzt nicht so viel Sinn. Ich zeichne einfach nochmal eine Referenzbox auf mit drei Klicks. Wenn ihr, ich schalte auch Diagrammwolle ist an, okay, so eine Box nochmal modifizieren wollt oder eine einzelne Fläche verschieben wollt, eine einzelne Edge verschieben wollt, ihr könnt, indem ihr Steuerung Shift drückt, hier quasi auf einzelne Flächen der Box zugreifen oder einzelne Edges, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Da geht schnell was kaputt, da kann schnell was durcheinander kommen. Aber wenn man jetzt einfach nochmal in eine Richtung anpassen möchte, kann man das auch da ganz gut machen. Geht natürlich auch nur zu einem bestimmten Grad, bis die Surface dann kaputt ist, wenn ich jetzt hier ganz wilde Sachen mache.
wird es irgendwann komisch. Aber auch so könnt ihr nochmal, wie gesagt, mit Steuerung Shift und dann dem Gumball zum Beispiel einfache Modifikationen vornehmen, um Surfaces zu modifizieren. Okay. Noch kurz zur Schraube. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das ein gutes Mittel ist, oder dass Rhino ein gutes Mittel ist, um Objekte zum 3D-Druck vorzubereiten, weil es eben auch so kompatibel ist, was verschiedene Dateiformate angeht. Wenn wir jetzt hier sowas modelliert haben, können wir das zum Beispiel wieder einfach exportieren. Ich wähle es dazu, wie gesagt, einfach wieder aus. Und dann können wir es zum Beispiel als, wo haben wir es, STL-Datei exportieren. Speichere ich auch einfach mal hier, Test. Legen da wieder eine Toleranz fest. Drücken einfach OK. Und dann haben wir eine STL-Datei erstellt. Die ist zum Beispiel sehr praktisch. Das heißt, die ist praktisch, die kann man benutzen, um sie in externer 3D-Software wie zum Beispiel Cura oder Mesh Mixer zu nutzen, wo das dann zum 3D-Druck aufbereitet und abgeschickt wird. Okay, das war's dann heute auch schon von meiner Seite zum Input. Bisschen schneller als gedacht. Wie gesagt, wir sind ab 14 Uhr dann auf Zoom online. Ich weiß gar nicht, ob der Link auch auf der Google Documents Seite drauf war. Wenn nicht, fügen wir den dann noch ein. Da sind dann Marius und ich auf jeden Fall und beantworten eure Fragen. Ihr könnt uns natürlich auch anderweitig noch schreiben und macht gerne die Aufgabe, das heißt Aufgabe in Anführungszeichen, das Beispiel mit dem Tisch und der Vase der Lampe fertig. Wie gesagt, habe ich auch in den Chat hier gerade nochmal die Mattleuchte von Tom Dixon und die Tolomeo-Lampe von Artemides heißt es, glaube ich, eingefügt. Das sind auch ganz gute Beispiele, die man eigentlich mit den Methoden, die ich heute gezeigt habe, einigermaßen simpel nachmodellieren kann, wo ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen rumexperimentieren könnt. Probiert auch ruhig den Make-to-Liebe-Filmer aus und fügt es in Illustrator ein. Wenn ihr Illustrator parat habt, dann können wir da vielleicht auch mal so auf ein Ergebnis schauen, was eine ganze Zeichnung beinhaltet. Okay, ansonsten, wie gesagt, was ist von meiner Seite hier im Livestream heute. Morgen macht Marius dann mit den weiterführenden Rhino-Sachen weiter. Am Mittwoch geht es auch wieder um 9 Uhr los mit dem ersten Grasshopper-Part und am Donnerstag bin ich dann wieder da mit dem zweiten Grasshopper-Part. Dann vielen Dank fürs Zusehen und eventuell bis später.